Oh, guck den mal an, den süßen kleinen Frechdachs, der seit 5 Millionen Jahren ein Rapper-Plays-Interview machen wollte. Alter, TJ, was ist los? Mach doch mal endlich. Schick dir, ich hab dir, glaube ich, Alter, in den Fragen, die ich dir geschickt habe, steht sogar noch bestimmt drin, was hältst du vom aktuellen Pokémon Go-Hype? So lange ist die Scheiße her. Mach doch mal jetzt. So, dafür gucken wir mal deine Qualifikation an. Ich finde ja immer noch das Battle so legendär, Kiko gegen TJ, Alter. Das war so lustig, wie Kiko ihn nachgemacht hat. Das war so legendär, Alter. Mega. Ja, TJ ist auf jeden Fall einer, der auch übelst flowen kann. Mag ich. Gucken wir mal rein. Als würde er sich die Quali von Talf angucken. Ja. Du Mini-Dildo, lässt dich von Idioten durch die Kacke ziehen, die dir beim Abgang noch ne Proplan die Backe schmieren. Du merkst, das bedankst dich, spürst für dich der Hungerpack, du leckst ihn dir genussvoll vom Finger mit der Zunge ab. Du bist unsagbar dumm, dein Hirn ist auf ein Maß geschrumpft, sodass es nun als Einzeller wie ein Astronaut durchs Vakuum schwebt. Ja, und du legst in deine Hude und kotzt dir deliziös von bisschen Weed in deine Schuhe. Alter, ist niemand rappt wie er. Der ist auch ein Unikat, Junge. Niemand rappt einfach wie er. Außer vielleicht Jenemy. Wobei ich sagen muss, wenn ich TJ und Jenemy, wenn ich einen mir aussuchen müsste, würde ich, glaube ich, TJ nehmen. Ich war nie so ein Fan von Jenemy. Aber ich finde, die sind sich schon ein bisschen ähnlich. Findet ihr auch? Ich muss mal wieder Jenemy hören. Aber geiler Rap, ey, mag ich. Finde ich cool. Das ist auch mal was anderes. Du bist unsagbar dumm, dein Hirn ist auf ein Maß geschrumpft, sodass es nun als Einzeller wie ein Astronaut durchs Vakuum schwebt. Ja, und du legst in deine Hude und kotzt dir deliziös von bisschen Weed in deine Schuhe. Kein Plan, was du darstellst, doch wenn man dich beschreiben müsste, dann bist du Kasper, eine Mischung aus Alexander Gaul und diesem Ding vom Kopf von Donald Trump und deinem Stückchen Kot. Ah, whatever, nimm den Knüppel, schlag es bitte tot. Da hängt es, zerhackt es, verbrennt es, vergrabt es, bevor es ein brünftiges Gejaule in Gang setzt. Und Kleine kreischen dir sich voll Scheiße, eine Welt erzeugt und seine abgefuckt. Du Wackness in der ganzen Welt verstreut. Ich bin untouchable mit riesengroßem Vorsprung. Du hyperventilierst, frisst eine Überdosis Morphium. Diggi, deine Träume mutieren zu einer Seifenblase. Denn wenn's ne Hölle gibt, dann bin ich die gottverdammte Eintrittskarte. Mach ne Schritt zurück, yo, hol die Zeit und mega cool geflowt. Also gibt's jetzt nicht so viele. Sind halt jetzt keine Lines, wo ich sage, Alter, mega geile Line, böse und so. Aber ist ja auch nur die Quali. Aber. Das könnte ich als Thumbnail benutzen. Jetzt müssen wir ihm so eine Banane reinstecken. Ja, mal gucken, wir hören mal die Hook an. Wenn es eine Hölle gibt, dann bin ich die gottverdammte Eintrittskarte. Mach einen Schritt zurück, yo, hol die Zeitung raus. Trink Beruhigungstee, gib dir einen Schuss und lass die Eier baumeln. Eins, zwei, Digi, regelmäßig atmen, bevor der Druck es schafft, dir deinen Schädel wegzublasen. Mach einen Schritt zurück, yo, hol das Opium raus, bevor dein Herz amok läuft und durch die ganze Wohnung bounce. Eins, zwei, Digi, regelmäßig atmen, bevor der Druck es schafft, dir deinen Schädel wegzublasen. Okay. Ja, ein schönes One-Take-Video. War jetzt nichts Besonderes. Man konnte sich auf jeden Fall auf den Rap konzentrieren. Für mich, ich freue mich, dass TJ nochmal dabei ist. Ist ja auf jeden Fall auch ein Urgestein, TJ. Den kennt man ja, jeder kennt TJ, der das VBT mal verfolgt hat. Wie gesagt, mach dich mal an das scheiß Interview. Wenn du nichts mehr, also keine Fragen mehr hast, dann schicke ich dir neue, Alter. Ich denke mir neue aus. Ja, ihr schaut euch auch mal schön die Rapper Plays Interviews an. Ich habe immer noch welche, Alter. Ich habe noch, wen habe ich denn noch? Mr. Wox. Davo habe ich noch. Jin habe ich noch. Alter, ich habe noch so viele Rapper Plays Interviews. Dann irgend so ein Jestic. Oder wie der heißt? Jestic. Mehr weiß ich gerade nicht. Aber ja, ich habe noch ein paar auf der Platte auf jeden Fall, die ich noch schneiden muss. Gut, ich ziehe mir als nächstes rein. Wen habe ich denn? TJ? Brian Diamond, den habe ich schon. MC Baum kommt als nächstes. Gut, dann gucke ich mir mal MC Baum an. Bis zur nächsten Folge. Stay pep, tschüss. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt den Kommentar, denn das heilt und es spart Leben für mehr Energie. Müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.